Während ihrer Formulatur darf Nadine auch einmal in den OP. Buchstabe. Kann ich nicht aussprechen. Mache ich auch nicht. Ach, bist du die Formulantin, die zu uns in OP geschickt wurde? Mhm. Komm, ich zeig dir mal unser Terrarium. Hallo. Hallo, ich bin Andreas und jetzt operiere ich. Hier läuft alles nach meinen Regeln, das ist mein OP und stell dich schon mal drauf ein, der laute Ton ist bei uns hier gang und gäbe. Halt, stopp! Nein, das legst du wieder hin. Das ist das Besteck, was du überhaupt nicht in die Hand nimmst. Das ist meine Aufgabe und das ist zu gefährlich für eine Formulantin wie dich. Und entweder es wird so gemacht oder wir kriegen ein riesengroßes Problem. Und dann gibt es Krieg. Mensch, Andreas! Du machst dich hier zum Obst der Woche. Den Haken, deinen dürfen sogar die Pflegepraktikanten halten. Halt, stopp! Nein, jetzt reicht das. Du machst alles unsteril, jetzt alles unhygienisch mit deinen Patschehänden hier. Nein, nein, jetzt red ich. Es wird hier jeden Tag gesaugt und einmal in der Woche gewischt. Mehr Hygiene kann man in einem OP nicht haben. Hallo? Ja, ist klar. Ja, Chef, Sie werden nur P2 gebraucht. Ist ein Notfall reingekommen. Nein, es bleibt hier alles so, wie es ist. Ob es hier nun passt und nicht. Bleib doch ruhig. Stopp, sonst gibt's hier gleich einen auf die Schnauze. Ja, geh doch. Ja, hallo, wir brauchen Ersatz für den Chef. OP1. Ja, super, danke. Komm gleich. Oh, ne. Jetzt komme ich hier hoch, jetzt guck dir die Scheiße an. Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Ist doch lächerlich. Nähte müssen verdichtet sein. Hallo, Snerz. Was machen Sachen? Nähte, wir reden übers Nähen. Das ist ein OP für Vollidioten. Nähte? Nähen? Weiß nicht. Was, Ronny, was redest du über Nähte? Wir haben noch nicht mal angefangen. Was ist los mit dir? Junge, jetzt werde ich aber langsam wild hier. Weißt du, die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die einfach zu dumm sind. Ja, dumm hin oder her. Wo ist der Praktikant mit meinen EKs? Ich brauche meine EKs, sofort. Blutkonserven sind für mich Abfall. Ja, da sind sie endlich. Hallo, Hallo. Die Cars, die Sie wollten. Ja, danke schön. Ja. Oh, ne. Oh, ich krieg... Ja, leck mich doch am Zuckerli. Was steht da drauf? A, B. Und was sollten Sie mitbringen? Zero, Blutgruppe Zero. Nichtskönner. Originale Nichtskönner. Also entweder du bist blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Oh, wirklich? Ah, Chef, gut, dass Sie wieder da sind. Konnten Sie den Notfall versorgen? Ich habe meinen Kaffee getrunken. Steril bin ich jetzt nicht. Und jetzt operieren wir weiter.